Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video in diesem schrecklichen Sommer. Also 18 Grad zeigt die MT an. Was zeigt deine an? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber gefühlt sind es 14. Hashtag, wo ist der Sommer? Liebe Freunde, schön, dass ihr wieder einschaltet. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht's durch die Ardennen mit einer illustren Runde an zwei Fahrzeugen. Die MT09 SP. Darauf haben viele gewartet und warten auf viele. Was heißt denn SP? SP Sport. Special Preis oder was? Nein, Sport. Und die MT07 Standard. Das Fahrschulmotorrad, an das sich die Alex nicht mehr erinnern kann, weil sie unter Stress gelitten hat. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber jetzt fährst du gerade die SP und bist, sieht jetzt nicht so aus, als ob du tauschen wolltest. Also ich finde, die fährt richtig gut. Die Sitzbank ist vor allem bequem. Das kann ich ja. Wir sind ja jetzt schon ein paar Kilometer gefahren. Und wenn man sich draufsetzt, klar, fühlt sich alles immer bequem an. Aber das merkt man erst, wenn man ein bisschen gefahren ist. Und ich weiß, dass wir die Strecke schon mal gefahren sind. Also ein Stück davon. Und da tat mir schon mal der Hintern bei einem anderen Motorrad weh. Aber hier, das ist jetzt echt super bequem. Kannst du noch? Ja, hältst du noch aus? Ja, ich merke gar keinen Unterschied, als ob ich mich gerade draufgesetzt hätte. Ach was. Wirklich, also null, gar nicht. Wenn wir zurückfahren, kannst du die ja mal fahren. Ja. Da bin ich mal gespannt. Die MT07. Und du fährst die MT07. Da steht sie. Also auch die neueste Generation. Wir haben hier natürlich zwei flammneue Modelle. Und wer es nicht direkt erkannt hat, klar, hier hat Yamaha ein bisschen was hingebaut aus dem Katalog. Also hier die Handguards, Windschild. Komfortsitzbank, serienmäßig haben wir Öllens, nicht serienmäßig und kostenpflichtiges Extra. Dieser wunderschöne. Sieht aber gut aus. Akrapovic. Ja, sieht gut aus, ne? Das gefällt mir. Mir gefällt der Auspuff. Ja. Öllens gefällt mir, aber bei mir ist das immer nur wegen der Optik. Optik, ja. Du wirst jetzt auch nicht, wo man dran dreht. Nee. Das ist übrigens ein anderes Video demnächst auch. Ich frage für einen Freund. Genau. Da erklär mal so ein bisschen, was man hier überall dran drehen kann, nämlich. Ne, sieht so aus, als ob man was drehen kann. Als ob man was einstellen kann. Einstellen? Ich hätte es mir jetzt wegen der Optik gekauft, aber das Teilchen hat ja wohl irgendeine Zweck Funktion. Oder eine Funktion, genau. Ja. Die Gabel finde ich auch richtig schön. Auch schön. Mega, die Farbe. Also auch nur von der Farbe würdest du die kaufen. Ja. Und ich würde sie nehmen wegen den Einstellmöglichkeiten. Und was hängt da unten dran? Schönes Dilemmas von Brembo. Brembo oben, Brembo unten. Das funktioniert gut. 298er Scheibe, Doppelscheibe. Du findest es schön. Ja, ja, das was ist mir auch aber auch aufgefallen Grund ist, ich bin extra so bewusst über so größere Gullis gefahren, also die so schon ein bisschen tiefer waren, weil hier sind ja schon so richtig tief. Das performt schon gut. Also man merkt nicht hier dieses Ruckeln, so, weißt du, wie ich meine? Klar, wenn das jetzt auf mich eingestellt wäre, wäre es natürlich bestimmt noch besser. Ja. Aber da merkt man auch schon einen Unterschied, dass das nicht so bumm, so knallt halt. Und danke an die Mutti, die nämlich auf den Werni aufpasst. Ja. Vielen Dank dafür, dass wir auch ganz in Ruhe heute vielen, mal vielen filmen Dank, können. Genau. Und es gibt was zu feiern. Leute, meine erste Fahrt seit April. Man kann es kaum glauben. So sieht es aus. Krass, Airbag-Weste ist unter meiner Jacke drunter. Ich fühle mich geborgen, sicher und das Beste, es tut nichts weh. Bis auf der Hintern, der kribbelt ein bisschen, aber es hält sich auch in Grenzen. Bei mir kribbelt gar nichts. Nein! Deswegen tausche ich auch nicht. Komm, dann lass hier kribbeln. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Yamaha MT-Tour. Hallo! Ja, du hast dir das große All-In rausgesucht. War die Yamaha MT-09 SP. Also eins meiner Lieblingsmotorräder, würde ich mal sagen. Und so, um die Frage zu beantworten, wie es fährt, so ein bisschen wie die XSR 900. Ja, fährt richtig gut. Geschmeidig. Man merkt direkt, wenn man da drauf sitzt, dass man sehr, sehr viel Sicherheit hat. Dass das vom Sitz von der Sitzposition her viel, viel besser ist wie die XSR 900 GP, aber...
Aber die XSR GP 900 gefällt mir trotzdem von der Optik her besser. Okay. Aber wie gesagt, vom Lenker her ist die definitiv besser. Ja, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Hier sind natürlich ganz, ganz viele Parts verbaut. Also das heißt, hier hat man wirklich einfach mal den ganzen Teilekatalog verbaut. Agra, Windschild und es darf nicht wahr sein. Es fizzelt. Egal, das hört gleich wieder auf. Ja, was für ein Sommer, oder? Ich würde sagen, ich bin sehr happy, weil es tatsächlich meine erste Fahrt ist nach meiner Verletzung. Ja, stimmt. Ne? Und ich habe mir die MT-07 geschnappt, dein ehemaliges Fahrschulmotorrad. Ich kann mich da echt nicht mehr dran erinnern. Jedes Mal, wenn du sagst, mein Fahrschulmotorrad. Nein, das war in der Fahrschule so viel Stress für mich. Man musste auf so vieles achten, dass ich das komplett ausgeblendet habe, was ich überhaupt gefahren bin, wie das Motorrad gefahren ist. Also ich kann mich da echt nicht mehr dran erinnern. Echt? Null. Deswegen, wenn wir nachher tauschen, wird das halt wieder komplett was Neues für mich sein. Ja, wir haben im Vorfeld ja schon festgestellt, dass die Kupplung hier von der MT-07 wacker ein bisschen straffer geht als bei der großen, ne? Ja. Wir tauschen erst da, wo wir nicht viel kuppeln müssen. Also ich würde sagen, hier kriegt die Kupplung nur einen mittleren Wert und bei der MT-09 wäre es dann schon eher ein höherer bis ein sehr guter Wert. Deine geht richtig stramm, ne? Die geht relativ stramm, ja. Aber es gibt so ein Teilchen, haben wir schon mal bei der Tenerean-Video gemacht, wo das Ganze auch leichter geht. Ja. Ne, mit dem Ärmchen. Ja. Und auch ein kleiner Beeline-Test hier. Unser kleiner Navi-Zwerg 2.0 kommt hier zum Einsatz. Das macht auch einen guten Eindruck. Ich würde sagen, ich bin jetzt schon begeistert, weil wir jetzt so eine richtige Navigation auch haben. Dann würde ich sagen, machen wir ein paar Meter. Wir fahren nämlich Richtung Belgien in die Ardennen. Wir haben eben Nummernschilder geguckt. Ja. RM0 und auch ein kurzes Kennzeichen. Das ist cool, ne? Ich glaube, dass die auch richtig teuer sind. Das sind wie so bei uns so Wunschkennzeichen, die aber dann richtig Kohle kosten. Genau. Ja. Da stehen die Fahrzeuge. Erster kleiner Stopp hier in Belgien. Erster Eindruck. Bequem, oder hast du gesagt? Mega bequem. Ja, mit dem Kupplungshebel, der war ein bisschen zu weit weg, aber den hast du mir jetzt mal eingestellt. Den haben wir jetzt gefixt, genau. Mal gucken, ob das jetzt besser klappt. Ja. Aber so fährt das Fahrzeug einfach richtig gut. Ein kleines Fragequiz. Was schätzt du denn, wie schwer die MT-09 SP ist? Oh, das Gewicht ist sehr schwer einzuschätzen, weil ich finde, dass die sehr leicht in der Hand liegt. Auch wenn du die vom Seitenständer nimmst, hast du jetzt nicht so dieses Gefühl, oh ja, da ist sehr viel Gewicht an dem Fahrzeug. Kann ich echt nicht einschätzen, keine Ahnung. 180? Ja, sogar noch ein bisschen schwerer. 194. Wie gesagt, ich finde, dass die leicht, einfach leicht, genau. Man merkt das halt einfach sofort, wenn man die vom Seitenständer nimmt. Und jetzt darfst du nochmal raten, was meinst du denn, was die kostet? Boah, die ist bestimmt richtig teuer. Mit Quickshifter, Blipper, dann hat die noch so einen extra Race- oder Track-Modus. 16? Nee, günstiger. 14? 13.499. Nee. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Weil die ja wirklich viel hat. Die ja mit Ölens und vorne diese Gabel und dann diese ganzen Teilchen, die man da einstellen kann. Ja. Hätte ich jetzt gedacht, dass die halt teurer ist. Hier sind wir übrigens in Spa-Francorchamps. Sehr schön hier, ne? Ja. Oh, ich habe total Lust auf eine Waffe. Aber dann gucken wir, wo wir uns hinsetzen, oder? Das ist eine Traumkulisse, ne? Hier auf dem Aldi-Parkplatz. Ich wollte noch ein bisschen über die Bikes erzählen. Also, zur MT-07, da haben wir sie. Das ist ja der CP2-Motor. Eine Bereifung drauf, das ist der Michelin Rot 5 mit der 2CT-Mischung. Ist echt ein gutes Match. Dann haben wir hier auch nochmal so einen anderen Kennzeichenträger, der montiert wurde. Die Side Grips hier, das ist recht cool. Hatte ich auch an der Tenere dran. Und ja, hier ist es definitiv was Umfangreiches. Wir haben Quickshifter mit Blipper. Wir haben eben den
tollen CP3-Motor, über den wir schon gut und lange gesprochen haben. Und hier haben wir den Bedlex S23 montiert. Eine Größe 180, 55, 17 am Hinterrad und 120, 70, 17 am Vorderrad. Das gleiche auch bei der MT07. Jo, also ich kriege jetzt echt Appetit auf Waffeln. Und da wollte ich auch nochmal sagen, hier von der Farbgebung ist die SP angelehnt an die R1M. Also auch einige Sachen von der R1M, wie die 6-Achs-IMU, wurden hier übernommen. Und wie wir es auch schon von der Standard MT09 kennen, kommt hier wirklich das Ansauggeräusch richtig fein rüber. Und ich möchte es nachher auf jeden Fall probieren, lass aber der Alex gerne den Vortritt, weil die doch echt gut mit dem Motorrad klarkommt. Dann kann die nachher nochmal sehen, wie das ist, wenn man so eine kleine fährt hier. Ich weiß nicht, ob wir die Waffeln jetzt hier genießen oder ob wir noch ein Stückchen rausfahren und uns ein schöneres Plätzchen suchen für unsere leckeren belgischen Waffeln. In den Ardennen. Das sieht aber... Leider abgepackte. Ja. Eingepackte, aber ist mir egal. Sehen lecker aus. Und ein Kaffee. Und ein Kaffee. Zwei Kaffee und 8 Waffeln für 3,69 €. Okay, gut. Krass, das andere waren 17 Euro für 5 Waffeln, für oder? 5 Waffeln, genau. Ihr fragt euch jetzt, wieso wir nicht mit diesem Motorrad navigieren. Berechtigt, oder? Wieso machen wir das jetzt mit dem Teilchen? Obwohl dieses Motorrad ja ein integriertes Navi bzw. eine Navigation im Display angezeigt wird. Schlichtweg, weil der Anschluss dafür unter diesem Sitz ist. Ah. Ja, es ist jetzt kein Diebstahl, aber so ähnlich. Ja, wir haben dieses Fahrzeug nur mit dem Transponder mitbekommen. Und Keyless bedeutet, du kannst Keyless alles bedienen, tanken, Zündung an, aber... Du brauchst den Schlüssel für das Sitzkissen. Den haben wir natürlich nicht. Deswegen stecke ich es jetzt um und navigiere weiter. Wir tauschen nämlich jetzt. Oder erzähl mal. Mir ist direkt schon mal aufgefallen, jetzt beim Losfahren, die ist für mich jetzt wieder persönlich handlicher, weil sie leichter ist. Was mir jetzt hier nicht so gefällt, ist dieses, warte mal, ich muss noch mal gucken. Ja, weil das Hochschalten an unserem Fuß, das ist ein bisschen strammer. Das ist, auf der anderen ist das viel, viel weicher. Du merkst es gar nicht und hier merkst du so einen richtigen Druck. Aber ich finde jetzt hier, auch wenn die Kupplung vorne viel schwerer geht, immer zum Anfang wie die andere. Okay. Also jedes Motorrad hat so irgendwie so seine... Seine Eigenheit, genau. Ja, die, wir genau. Wir müssen in 100 Metern links abbiegen. Also nicht hier, sondern... Ja, hier. Anne, die ist mir, die gefällt mir schon besser oh, beim Fahren. Das ist ein geiles Motorrad hier. Mir gefällt die viel besser. Der Lenker ist besser. Guck mal, die... Du sitzt höher, du sitzt saubequem. Der Motor hat schön Druck. Quickshifter funktioniert einwandfrei. Kannst untertourig fahren. Richtig geil. Geile Bremse. Boah. Mir gefällt die ganz klar viel besser hier. Ja? Ja. Und die ist auch sehr handlich. Also ich finde die sogar noch ein bisschen handlicher als die MT. Muss ich jetzt sagen. Du sitzt auf der MT. Als die handlicher als die MT 07. Danke, Frau Lehrerin. Ja. Allein der Motor, wie der Druck hat und so. Mega, wie die fährt, ne? Ja. So wie sich dieses ganze Fahrzeug präsentiert, ist einfach geil, finde ich. Dann schön das Ansauggeräusch, so unterm Tank, ne, die so, oh. Ja. Genau so muss das, ganz genau so muss das. Ja? Und auch das Fahrwerk, das ist straff und reagiert aber super fein, das meine ich, weißt du? Ja. Aber das ist halt für viele Einsteiger noch nicht so greifbar. Weißt du, dieses feine Ansprechverhalten über diese ganz leichten Wellen, dass das halt einfach ganz fein arbeitet. Also mir gefällt die jetzt hier besser. Na, dann tauschen wir nicht mehr zurück. Nee, da bin ich ja froh. Und du kannst halt so schaltvoll fahren, hier kannst du alles im Sechsten fahren. We'll be right back.
Wir hatten eben über Keyless Go gesprochen, ne? Und dass wir keinen Schlüssel haben. Wir sind aber auch Experten. Das ist der Schlüssel. Also das ist der Transponder und hier ist dieser Schlüssel drin. Cool, oder? Ja. Ja, super. Aber der Schlüssel ist nur für die Sitzbank, ne? Genau. Für und hinten, habe ich gerade genau. Nicht gesehen. Und wenn du jetzt dahin musst, was ja eigentlich eher selten passiert, dann kannst du hier, ist übrigens der Fahrzeugschein drin, kannst du hier dann auch dein Handy anstecken. Da ist der Anschluss. Also theoretisch kann man hier das Kabel reinlegen und das Handy da. Also jetzt haben wir auch mal unter die Haube geguckt. Hier ist ABS, sitzt hier drunter. Das ABS kannst du jetzt auch, die SP hat ja diesen Track-Modus. Du kannst das ABS dann auch ausschalten, hinten, dass du richtig zackig auf dem Track fahren kannst. Ich bin wirklich mega begeistert von diesem Motorrad. Das macht genau das, was es soll. Das Fahrwerk bietet dir den Komfort, dass du entspannt fahren kannst und wenn du ein bisschen zackiger fährst, dann fährt es so präzise und das macht eben dieses Fahrwerk. Stimmt, präzise ist das Wort. Präzise. Und wir hatten jetzt eben drüber gesprochen, wie, jetzt mache ich das hier auch wieder rein und hier wieder in die Tasche. Wir hatten eben auch drüber gesprochen, wie das Motorrad auf dich wirkt. Ja. Und dir war es aber zu unspektakulär, zu einfach, zu... Nee, nicht zu einfach. Es fährt perfekt. Ja. Und das langweilt mich auf Dauer. Ich mag das, wenn das nicht perfekt fährt. Wenn du auf einmal, wenn du das richtig spürst. Und da spürst du gar nichts, weil das einfach perfekt performt. Okay. Und weißt du, wie ich meine? Da ist die MT dann etwas rauer, etwas direkter, etwas leichter. Genau. Und ist dann mehr wie eine Enduro. Ja. So dieses, genau dieses Direkte. Und... Weil sie was kleiner und leichter ist, ein bisschen einfacher. Handlicher auch. Und mir gefällt der Lenker auch besser. Der ist ein bisschen kürzer und das mag ich auch irgendwie lieber. Schmaler. Ja, oder ja. Der ist ein bisschen breiter. Und ja. Ist für mich was angenehmer. Für dich ein bisschen schmaler, auch angenehmer. Ja. Also von daher, ich muss sagen... Aber nicht, dass die Leute mich jetzt falsch verstehen, dass ich dieses Motorrad nicht gut finde. Ich finde es, wie gesagt... zu perfekt. Jetzt steuern wir langsam wieder retour Richtung Heimat. Ein Tipp an der Stelle, probiert mal das hier aus. Also ich würde sagen, Ardennen ist traumhaft, wirklich eine Reise wert. Wenn einer gerne Touren fährt, kleine Straßen, wenig Verkehr. Das wollte ich auch gerade sagen, eigentlich so gut wie gar keiner. Ja. Also bei uns in dieser Voreifel Richtung Ruhrsee und so, das ist komplett überfüllt. Danach wird es auch was besser. Aber dann Richtung Nürburgring hast du noch die ganzen Wahnsinnigen mit den Autos. Ja. Dahinter wird es auch wieder was besser. Aber hier bist du direkt drin. Und guckt euch mal die Straßen an auch. Klar, manche Straßen sind was geflickt, aber das ist so richtig griffig, ist das hier. So richtig geiler Grip. Einfach nur geil. Ich würde sagen, wir sind bereit, oder? Wir sind bereit für die Weiterfahrt, oder? Bestem Wetter wieder zurück. Also kann man nicht anders sagen. Hätten wir auch gebraucht beim Losfahren, so ein Wetter. 20 Grad, entspannt, nicht zu warm, nicht zu kalt. Die ganze Zeit war es echt ein bisschen fresh in den Ardennen. Und ja, jetzt stehen sie beide wieder da.
Wir haben beide getankt. Der Durchschnittsverbrauch von der MT07, den kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Ich kann ja nur den Wert ablesen, der draufsteht. 1 Liter auf 100, das kann ich mir nicht vorstellen. Dagegen nimmt die MT09 SP 4,4 Liter. Das ist ein Wert, den man auf jeden Fall schon mal so realistisch einordnen kann. Bei der MT07 kann ich es euch nicht genau sagen. Ich habe jetzt dummerweise nicht aufgepasst. Unser Loop waren jetzt 223 Kilometer. Bei der MT09 SP haben wir jetzt die 1000 voll gemacht. Und zum Fazit kommen wir jetzt gleich. Ich würde sagen, wir fangen bei der kleinen an. Also die MT07 ist erwachsen geworden, deutlich erwachsener geworden. Man hat auch überall noch mal so ein bisschen nachgebessert. Was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, ist das klar ablesbare Display. Hier gibt es 2 Themen zur Auswahl. Das eine ist recht klar strukturiert und das andere ist was verspielter mit dem Drehzahlmesser auf der Seite. Die MT07 hat schon immer das gemacht, was sie sollte. Was ich nicht nachvollziehen kann, und das finde ich wirklich schade, jetzt hat man schon die Handhebel geschwärzt, dass man hier nicht hingegangen ist und gleich noch einen einstellbaren Kupplungshebel draufgepackt hat. Ist keine große Sache, allerdings ja, serienmäßig wäre es toll gewesen. So geht man hin und ordert einfach einen Satz einstellbare Hebel. Achtung, liebe Freunde, darauf achten, auf die ABE. Und dann ist das Thema erledigt. Wer dann sagt, okay, die Kupplung geht von der Handkraft ein bisschen zu schwer, darüber haben wir auch schon ein Video gemacht bereits, über eine andere Anlenkung. Und dann ist das wirklich noch mal einen Tacken einfacher. Aber wie Alex schon sagte, sie kommt ganz gut klar. Der Motor an sich, der CP2-Motor, das ist ein Motor, den du fühlst, das funktioniert gut. Du musst ja eigentlich keinen Kopf machen. Es ist alles pur, es ist ein bisschen rauer. Es ist echt ohne Schnickschnack, ohne großen. Das Motorrad performt einfach und macht, was es soll. Jetzt gehen wir eine weiter und da hat Yamaha wirklich oben ins Regal gegriffen. Herausragend finde ich einfach den Öhlins-Dämpfer bzw. die Kombination aus der Kayaba-Gabel, die voll einstellbar ist, und dem Öhlins-Stoßdämpfer. Das ist wirklich ein Match und das ist das Geld wert. Klar, sie ist ein bisschen teurer als die Standard MT09, aber als SP-Variante machst du definitiv nichts falsch. Auch beim Wiederverkauf wird dir das wahrscheinlich zugutekommen, weil die SP dann schon deutlich interessanter ist als das Standardmodell. Man kann natürlich auch aus einer Standard mit ein paar Komponenten was Heißeres machen, aber wer ab und zu auch mal auf den Track möchte, der hat halt hier mehr Möglichkeiten. Gerade wegen dieser 6-Achs-IMU von der R1, muss ich sagen, ist das eine sehr, sehr gute Wahl. Hier drüber haben wir schon gesprochen, das lassen wir einfach mal so stehen. Was hier gut steht, ist der Heckbereich, aber hier gibt es natürlich auch noch knappere Varianten, die das Ganze noch mal sportlicher machen. Aber die Variante ist auf jeden Fall schon mal viel, viel besser als das originale Plastikkonstrukt. Schöner Klang hinten raus mit dem Acra, das ist eine Komplettanlage, eben 3 in 1. Wer das Motorrad so auf dem Zettel hat, der weiß, okay, unten ist normalerweise der Sammler mit den 2 Auslässen unten. Funktioniert auch gut. Hier spielt die Musik und hier kommt Musik raus. Hier bei den Gitterchen, da wird angesaugt, das performt gut. Da hast du irgendwo immer die ganze Zeit das Gefühl, das Motorrad will mehr. Aber wir haben uns dann doch an die Regeln gehalten. Ich meine, in den Ardennen, in Belgien, da haben wir auch Geschwindigkeitsregularien. Und da wollte ich auch noch mal darauf hinweisen, wird von hinten geblitzt. Also das wird eigentlich immer teuer und ist leider nie zugunsten des Motorradfahrers, wo man sonst schon mal Glück hat, dass es von vorne blitzt. Und wenn das Nummernschild dann nicht erfasst wird, ne, da sollte man aufpassen und sich der Sache bewusst sein. Von der Geometrie
ist alles umfänglich einstellbar. Wie gesagt, der Ölinsdämpfer ist in der Druckstufe einstellbar, der ist in der Vorspannung einstellbar und natürlich hier kann man sehen, in der Zugstufe einstellbar. Also das kennt man von Track-Motorrädern. Das gleiche gilt für die Gabel, Zugstufeneinstellung, Federvorspannung und Druckstufe. Eine Top-Bremse, das ist fein garniert. Wer auf den Track geht, kann dann hinten das ABS deaktivieren. Das ist auch nochmal eine feine Geschichte. Und der Quickshifter mit der Blipper-Funktion ist ganz, ganz fein. Wir haben ja hier ein Ride-by-Wire und wir gehen natürlich auf diese ganzen Fachbegriffe ein, nutzen dafür dieses Motorrad, weil wir hier eine volle Hütte haben. Also hier haben wir eine tolle Basis, um die ganzen Punkte einfach mal Stück für Stück zu erklären, ist aber in einem anderen Video, sonst wird es den Rahmen sprengen. Ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, sehr, sehr ausgewogen, wie man es eigentlich von der MT09 kennt. Und die SP ist quasi das Sahnehäubchen mit Kirsche obendrauf. Also ich finde es gut. Mir kommt das Motorrad total entgegen. Gerade Lenkerbreite, Kröpfung, Gefühl fürs Vorderrad und eben dieses etwas straffere Fahrwerk ist eine gute Komposition aus allem. Sehr, sehr hochwertig verarbeitet, wie ich finde. Auch hier das Öffnen ohne Schlüssel. Das Einzige, wo man dann wirklich den Schlüssel benötigt, ist das hintere Sitzkissen, um das abzunehmen. Wer dann sein Handy hier connecten möchte, wir waren so ein bisschen auf dem Schlauch gestanden, aber Thema ist erledigt. Jetzt wissen wir Bescheid. Das nächste Mal können wir hier auch mit navigieren. Herausragend und sehr beeindruckend hat das kleine Beeline 2 funktioniert, muss ich echt sagen. Das 1er war okay, aber es war noch nicht so ausgereift und als Start-up haben die Herrschaften aus England gut zugehört und dieses Gerät so abgedatet, dass man jetzt fehlerfrei damit navigieren kann. In einer super kompakten Größe, das Ding hat den ganzen Tag gehalten. Anders wie unsere Sena-Systeme, die haben mittlerweile so eine leichte Akkuschwäche. So, jetzt haben wir viel gelabert. Übrigens bei beiden Motorrädern haben die Reifen sehr, sehr gut performt. Hier auf der MT07 der Michelin, was eine gute Wahl ist und ein gutes Match für dieses Motorrad. Und hier der neue S23. Da gibt es eigentlich auch gar nichts zu mäkeln. Da gab es keinen Rutscher, da war kein Mal die TC an. Wie gesagt, wir sind aber auch ganz entspannt gefahren. So, ihr Lieben, also ich sage mal ganz herzlichen Dank erstmal an unsere Kanalmitglieder. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen bis jetzt. Und wenn es dir gefallen hat, dann hau einfach auf den Abonnieren-Button. Das kostet nichts und damit supportest du natürlich auch unseren Kanal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen da, kommentiert gerne unter das Video. Wie gesagt, es war jetzt mal so eine Mischung aus Erfahrungsbericht, Tour, erster Einsatz, Rücken geht gut und ein bisschen Mimimi zum Schluss. Ist mir also das gehört ja alles zusammen, das ist irgendwo alles verknüpft. Hier beißen uns schon wieder die Mücken tot und ich würde sagen, wir sehen uns in 3-4 Tagen wieder. Das hast du richtig schön erklärt. Genau. Was können wir noch machen? Nudelsalat essen. Und ansonsten in der Playlist rumstöbern. Da sollte für jeden was dabei sein. Da könnt ihr 3-4 Tage überbrücken. Also so viele Videos, wie online sind. Ja, also. Tschüssikowski, bis dann immer.